Der MDR hatte in diesem Sommer zum großen Vereins der MDR hatte in diesem Jahr zum großen Vereinssommerwettbewerb aufgerufen. Viele Vereine haben sich beworben, aber nur ein Dutzend wurde ausgewählt, darunter die Magdeburger Eisenbahnfreunde. Es galt, so viele Besucher wie möglich zum Kommen zu bewegen. Das erwies sich angesichts des sehr warmen Wetters und noch dazu am Nachmittag mitten in der Woche als schwierig. Dabei hatten die Vereinsfreunde um Bernd Lange alles aufgeboten, was die Eisenbahnfreunde in der Öffentlichkeit so beliebt macht. Neben den ausgestellten historischen Fahrzeugen, zum Inventar zählen 8 Loks und 30 Wagen, war die Gartenbahn vertreten und drehte unermüdlich ihre Runden. In der Werkstatt konnte man sich den Nachbau der Rübelandbahn im Modell anschauen und das Spielmobil der AWO hatte einiges für die kleinen Besucher zu bieten. Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. Neben dem Eiswagen konnte man sich an Würstchen und Getränken laben. Während der MDR 2 Live-Schaltungen in sein Nachmittagsprogramm machte, unterhielten wir uns mit dem Kassenwart des Vereins über das Zustandekommen dieser Veranstaltung außer der Reihe. Der MDR macht jedes Jahr einen MDR-Vereinssommer, da konnten wir uns als Verein bewerben, das haben wir getan und wir haben den Zuschlag erhalten. Und was passiert hier heute noch vor allem? Ja, wir haben eingeladen zu einer kleinen Veranstaltung, der MDR berichtet über unseren Verein, präsentiert den Verein und nebenbei zählt er auch unsere Zuschauer und wer am Ende der Veranstaltung die meisten Zuschauer hat, gewinnt wohl auch einen kleinen Preis. Das war schon, was der für ein Preis ist? Ja, das geht um 5.000 Euro. Das wäre ja nicht verkehrt für die Vereinskasse, du bist ja der Kassenwart. Genau, das wäre nicht verkehrt, dann könnten wir unsere Zulassung der Wagen endlich bezahlen. Wäre eine tolle Sache, oder wir könnten eben auch unser Dach weiterbauen. Was für ein Dach ist denn das? Ja, hier von unserer historischen Werkstatt, das muss dicht gemacht werden. Aha. Also habt ihr hier auch genügend außerhalb dieser Veranstaltung hier genug zu tun? Immer? Wir haben immer genug zu tun, ne? Wir sind auch jederzeit auf neue Mitglieder angewiesen. Ja, wir versuchen unsere historischen Loks, unsere historischen Wagen zu erhalten, aber eben auch unsere historische Werkstatt. Wir stehen ja eure historischen Wagen zum größten Teil hier in der freien Öffentlichkeit rum. Gibt es da eigentlich Probleme und wie könnt ihr die lösen? Tja, massiv. Wir haben massive Probleme mit Vandalismus, mit Graffiti, mit Scheiben einschmeißen. Und gelöst kriegen wir das Problem leider nicht. Ja, selbst wenn wir Leute erwischen, da passiert leider nichts. Wollten jetzt einen Sicherheitsdienst zu beauftragen? Ist einfach nicht finanzierbar. Ja, ist nicht finanzierbar, beziehungsweise ist es auch ein öffentliches Gelände. Das wollen wir ja auch als öffentliches Gelände, dass die Leute sich das anschauen können, auch mal rumklettern können. Aber da wird eben auch sehr viel kaputt gemacht. Eines der Schmuckstücke des seit 1995 bestehenden Vereins ist dieser Original mit Roper-Wagen von 1974, der auch im Innern noch wie damals ausgestattet ist, einschließlich mit Roper-Geschirr und Besteck. Da fühlt man sich sofort um einige Jahre zurückversetzt in gemütliche Reichsbahnzeiten. Was steht für den Verein in diesem Jahr noch an Veranstaltungen an? Ja, wir wollen dieses Jahr noch die Verlängerung unserer beiden roten Wagen machen, die die Bevölkerung ja kennt von unseren Sonderfahrten. Wir wollen noch das Dach des BAWs machen von unserem anderen Vereinsfahrzeug. Dann haben wir noch ein Familienfest vor Anfang September. Wie immer, alles bei uns auf der Webseite zu finden und natürlich im Oktober dann unsere Modellbahnausstellung. Wo wird die stattfinden? Wie immer im Sundower Art Depot von den Straßenbahnern machen wir wieder gemeinsam mit der IGNA zusammen, mit der MVB zusammen. Ja, wie jedes Jahr halt. Wie viele Mitglieder seid ihr eigentlich? Wir sind im Moment aktuell 27 Mitglieder. Könnte also durchaus noch ein bisschen Es wäre noch ein bisschen Platz, ja. Wo muss man sich hinwenden, wenn man bei euch mitmachen will? Ja, am besten über unsere Webseite, Magdeburger Eisenbahnfreunde, ganz einfach zu finden. Dort steht alles drauf, was man dazu wissen muss. Gut, dann wünschen wir euch heute noch viel Spaß und möglichst viele Besucher, damit ihr den Preis hier irgendwie abräumen könnt. Genau, vielen lieben Dank. Der Wunsch erfüllte sich leider nicht. Lediglich 114 Zuschauer zählten die Kollegen vom MDR. Damit war man weit entfernt vom seinerzeit Führenden aus Merane, der 1.138 Besucher aktivieren konnte. Immerhin konnte sich der Verein im Sendegebiet des MDR präsentieren und das ist doch auch etwas.